besten Preise zu den besten Games von diversen Publishern zusammengefasst auf einer Seite. Gehe jetzt auf www.instantgaming.com. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime. Wir sind hier stehen geblieben im dem Räumchen hier. Ich weiß nicht, ob hier Gegner sind. Ja, sind sie. So, wenn ich mich recht erinnere, sind hier oben zwei Sachen. Moment. So. Und zwar einmal ein Item und zwei so Elektroschalter. Man hört es ja schon, das Item. Hier unten. Oder ist es oben? Ne, es ist unten. Okay, wir müssen auf jeden Fall auf den Thermalvisor wechseln, glaube ich. Genau. Weil hier schon eins von diesen Dingern ist. Und da hinten nochmal eins. Es müssten drei sein. Ich will das andere jetzt noch nicht aktivieren. Ja, es sind drei. Okay. Dann kann ich die beiden schon mal aktivieren. Oh, das sind neue. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Wie heißen die denn? Aquadrone. Ah. Tada. So, das können wir zerstören. Kordit. Genau, hier ist auch das Item drin. Hier die Tür scannen. Dann wechseln auf den Thermal und das Ding aktivieren. Perfekt. So muss man es machen. Für die Scans halt. Wenn man nicht auf die Scans achtet, dann ja, kann man das alles getrost ignorieren. Also wenn man nicht auf die Scans achtet, dann verringert sich die Spielzeit um, keine Ahnung, 6 Stunden? Gefühlt so müsste das hinkommen. Okay, hier ist nichts mehr. Wir müssen auf den Powerbeam wechseln und dann machen wir das kaputt. Und hier ist ein Mr. Container. So, wir sind bei 125. Das ist gar nicht so schlecht. Ist das noch was Neues? Nein. Alles scannen, okay. Aquapiraten. Weißt du was? Gönnt euch. Tschüss. So, Moment. Ich will nochmal da hoch. Hallo. Oh, da ist einer. Scannen. Wir müssen Sachen scannen. So. Hier ist aber nichts mehr. Das war einer der ersten Räume hier. Glaube ich. Ja, das war einer der ersten Räume. Hier sind wir geflohen. Ja, ich erinnere mich. Aber ich will nicht scannen. Hier ist nichts. Ist rein gar nichts. Ich finde es gar nicht so nett. Ah, hier gibt es auch wieder eine Tür, ne? Die man freischalten muss. Ja, sieht so aus. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob man hier hoch sollte. Nein, sollte man wahrscheinlich nicht. Okay. Thermalisierung. Wave Beam. Nicht getroffen.
Getroffen. Und wieder getroffen. Und ich liebe diese Türen. Im ersten und im zweiten Teil. Im dritten Teil nicht mehr. Also teilweise. Hier gibt es ein Item. Okay. Das Ding können wir scannen. Wie heißt das? Seeschlauchkraut. Ein sehr schlaues Kraut. Ein Seeschlauchkraut. Was ist da oben? Das ist der Pirat. Aha. Da ist der Pirat. Noch was zum Scannen. Nicht? Oh. Kann man kaputt machen tatsächlich. Aber ich gab's hier nicht noch ein Item? Gab's hier nicht noch ein Secret? Hm. Anscheinend nicht. Was war hier? Ach, das war dieses Jahr. Ach ja, das war das. Na. Nein? Nein? So funktioniert das tatsächlich. Das war zu früh. Nein! Nein! Ja! 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 Das ist der schwierigste Energietank, würde ich sagen. Den findet man auch nicht ganz so einfach. Ups. Hier können wir hoch. Nein. Nee. Dahin. Das war der absolut schwierigste. Moment. Lol. Ich bin noch unter Wasser? Ja, ne? Ich dachte. Ich habe gerade gedacht, wir sind an der Oberfläche, weil das so normal aussah. Aber dann habe ich das Viech gerade gesehen und dachte mir so, oh, wir sind nicht an der Oberfläche. Gott. Oh, voll der Fail. Wir kommen jetzt an einen Ort raus, der ein paar Leuten was sagen wird, denn. Meine Wii-Verbindung ist wieder. Moment. So. Wir sind jetzt hier durch das Frachtschiff gelatscht. Und wir sind jetzt hier ausgekommen bei dieser. Wie heißt denn das hier? Große Raumschlucht. Genau. Da sind wir jetzt rausgekommen. Und wir sind jetzt unten und müssen unten durch die weiße Tür. Aber vorher, bevor man das macht. Diese nervigen Viecher, ne? Ich hasse sie. Ah. Hä? Bin ich schon wieder falsch gelaufen? Oh no. Ich mag die Viecher nicht, weil. Also sie sind cool eigentlich, aber ich mag sie nicht, weil sie so einen ultraschnellen Feuermodus haben. Und einen unglaublichen Rückstoß. Das ist. Guck mal hier. Ich bin einmal gesprungen und die haben mich einfach weggeschossen. Da. Sondern an der Stelle sind die nervig. Ich erinnere mich daran. Ich glaube, damals habe ich kurz das Spiel aufgehört. Nur weil mich diese blöden Viecher genervt haben. Aber
Ey, da war ich ja auch nur, keine Ahnung, 5. So, hier kommen wir nämlich an die Büro-Dings für diese Tür zu öffnen. So. Damit haben wir eine Verbindung. Und wir müssen jetzt dahin. Hui. Nein. Ja. Dadurch. Hallöchen. Oh ja, I remember. Oh mein Gott. Ich weiß, wo es hingeht. Genau. Hohe Strahlung gemessen. Oh ja. Radiation detected. Diesen Raum kennen wir schon so ähnlich. Da haben wir unten ein Missile gefunden. Wir sollten vielleicht nicht da reinspringen. Aber hier ist kein Missile da unten drunter. Oh ja, jetzt kommt es. Jetzt kommt das, was ich schon eigentlich vor etwas längerer Zeit predicted habe. Ja, das neue Gebiet. Zutritt zum östlichen Teil der Phasenminen genehmigt. Da werden wir nur ganz kurz eigentlich hingehen. Tatsächlich. Oh ja, das neue Gebiet. Phasenminen. Oder Phasenminen. So, aber erstmal scannen wir das. So. Lieber auch mal lila. Ach ja. Ich erinnere mich. Cutscene. Phase. Natürlich sind die Phase-Minen von den Weltraumpiraten. Besser gesagt, das ist quasi ihre Hauptbasis, ne? So, wir bekommen auf jeden Fall da hinten Speichermöglichkeit. Ich gucke, da war schon was zu scannen. Ich lasse das aber mal. Normalerweise kommen hier aber Gegner. Den haben wir noch nie gescannt, oder? Ah ne, doch, das ist der 10er. Genau. Sind das eigentlich neue Kameras? Ja. Das sind die krassen. Optimierte Abwehranlage. Wir brauchen 3 Schüsse. Die sind krass. So, Schutzschild. Das können wir einmal hier scannen. Und einmal da scannen. Ja. Jetzt müssen die Gegner kommen. Nein? Nein? Keine Gegner? Bin ich sehr sicher, dass die Gegner kommen. Da habe ich sie doch gehört. Gehört habe ich sie. Kommt her. Da ist er ja. Hi. Ist das eigentlich neue? Nö. Tschüss. So. Erstmal scannen. Da ist was Rotes. Ah, warte, hier kommt noch einer. Kann ich das noch scannen? Nein. Und hier kommt er. Hi. An den erinnere ich mich. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hallo? Oh. So.
Das müssten eigentlich schon alle gewesen sein. Kann ich den Kran scannen? Nein. Das Ding brauchen wir später. So. Und da gibt's was zu scannen. Da gibt's was zu scannen. Und das scannen wir. Aber das bringt uns noch nichts, denn wir müssen das Ding hier aktivieren. Genau. Jetzt wird das aktiv und leuchtet grün. So. Jetzt konnten wir noch nicht scannen. Jetzt können wir das nochmal scannen. Wird neu ausgerichtet und wir bekommen ein weiteres Missile. Ja, ja. So. Das können wir jetzt nochmal scannen, oder? Ne, das kann man gar nicht scannen. Okay. So, wir holen uns auf jeden Fall den neuen Missile. Das finde ich sehr cool, dass es so durchsichtig wird. Finde ich sehr nice. So, und hier kann man sich nicht wieder aufrichten und muss den mit dem Morphball einsammeln. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ist halt so. So, da drüben können wir noch nicht hin. Nein! Oh, ich konnte es nicht scannen. Ah, von irgendwo konnte ich es scannen. Ich habe es doch eben gesehen. Kann ich das von hier unten scannen? Nein. Ach man. Hey. Geh wieder hoch. Hopp. Hoch. So. So, von hier. Nee, man kann es nicht scannen. Okay, man muss also zwingend da oben stehen. Jetzt bin ich schon wieder runtergefahren. Ach, dann gehen wir jetzt erstmal nach hier. Hier gibt es nämlich nur eine kleine Speicherstation. So, und hier geht es nicht weiter. Da gibt es auch nichts weiter zu scannen. Hier auch nicht. Let's go. Möchtest du speichern? Natürlich möchte ich speichern. Wir werden ja nicht gucken. Also wir werden nicht lange hier bleiben. In diesem Gebiet. Ja, nur eine Sache uns abholen, glaube ich. Und danach gehen wir schon wieder. Ja. Kann man hier noch was scannen? Nein. So, Ice Beam. Den brauchen wir. Gibt es hier nicht sogar. Man muss auch treffen, ne? Unfair. Hier gibt es noch ein Secret. Bendizium, natürlich. Das ist aber auch nur. Ach, hier könnte man das aktivieren. Ah ja, hier könnte man das deaktivieren, theoretisch. Gut. Ach ja, jetzt kommen die neuen Piraten, ne? Ja. Hier. Spawns. Ja, ja, ich weiß. Ja, kommt hier hin. Muss ich scannen. Ach, die ist auch deaktiviert. Okay. Da ist er. Komm. Ich sehe dich. Jetzt. Ja. Schattenpirat. Hehe.
Haha. Man kann sie ein bisschen sehen. Man kann sie, glaube ich, auch im Thermalvisu sehen, ne? So, da gibt es einen Schutzmechanismus. Ein Schutzmechanismus. Und die erste rote Tür. Da können wir natürlich nicht durchschießen. Ist logisch. Müsste es nicht hier auch die neuen, noch neuere Piraten? Also gibt es zwei. So, hier gibt es nämlich auch. Nein, nicht hier. Irgendwo. Ich hasse diesen Raum tatsächlich. Einmal habe ich hier über, keine Ahnung, 20, 30 Minuten verbracht, nur um eine Sache zu finden. Oh ja, das sind sie. Oh ja. Neue Piraten. Her. Na? Hallöchen. Wavebeam Pirat. Mit Wavebeam Ausrüstung. Das heißt natürlich. Drei Schüsse. Noch gut Schaden, aber keine Gegner für uns. Doors unlocked. Das heißt, ich hatte jetzt freien Zugang, ne? Sicherheitssperre aktiv. Sicherheitssperre? Was für eine Sicherheitssperre? Biometrisches Muster eines Weltraumpiraten. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Kack-Secret ist, ey. Da, das Ding meinte ich. Das habe ich früher, habe ich das Ewigkeiten gesucht. Und da muss man später halt dran. Wenn man Bendizio hat. Also etwas. Hallo? Hallo? Jetzt. Nicht funktioniert am Anfang. Hier müssten eigentlich wieder Viecher kommen. So. Eis. Whee. Oh. Hi. Mann, stehen bleiben. Hi. Oh ja. Identifikationscode bla, Reihe bla. Testbezeichnung Elite Pirat Alpha. Oh ja. Ist das... Außenhülle des Behälters ist mit einer Legion aus Bendizium versehen. Jetzt fragt man sich natürlich... Warum sollte man das freisprengen? Ganz einfacher Grund. Der hat ein Artefakt. Achte, bevor ich das hier alles scanne. Erstmal das hier. Weil das sind wieder Sachen zum Lesen, glaube ich. Glöbe ich. Ja. Oh. Ja. Eintrag blablub. Erste Experimente an Embryos von Weltraumpiraten.
Ja. Die im Rahmen des Helix-Projektes erfolgten, fielen katastrophal aus. Die Faserninfusion brachte degeneriertes Hirngewebe hervor. Gleichzeitig vergrößerte sich allerdings auch die Muskelmasse. Keiner der Elite-Piraten, wie wir sie bezeichnen, erreichte die Geschlechtsreife. Die wenigen, die ihre Kindheit überstanden, erlitten als Jugendliche starke Schockanfälle und töteten jedes Lebewesen in ihrem Wahrnehmungsbereich. Doch vor kurzem gelang dem Forschungsteam Sclera ein entscheidender Durchbruch. In ihrem Parasitenstudien erzielten sie hervorragende Ergebnisse mit einer Fasernsorte, die dem Codenamen Vertigo trägt. Oder Vertigo. Daraufhin gelang uns die Kombination von Vertigo-Fasern mit der DNS von Weltraumpiraten mit ausgezeichneten Resultaten. Die jüngste Gruppe von Elite-Piraten hat das jugendliche Stadium erfolgreich abgeschlossen und steht für Einsatztests und zur Ausbildung bereit. Oh yeah. Plattformsystem aktiviert. Ups, das wollte ich eigentlich noch nicht scannen. Waffenpiraten. So, können wir noch irgendwas anderes scannen? Nö, okay. Warte. Also das sind die Dinger, die ich meinte. Gar nicht scannen. Ah, okay. Ich habe ja damals gesagt, hier aufpassen, wenn man die, wenn man zum ersten Mal einen Kampf mit dem Weltraumpiraten macht, dann kamen so, kamen diese Schutzschilde da hoch. Und ich dachte, ich wusste, dass man die nochmal sieht. Die sind hier nämlich. Und ich dachte, dass man die scannen müsste. Weil wir damals halt nicht so viel Leben hatten, gegen keine Ahnung, 4-5 Piraten kämpfen mussten, dachte ich, man müsste die hier scannen. Aber man muss die gar nicht scannen. Ist natürlich praktisch für mich, ne? Also. Da ist noch einer. Hi. Hallo. Hallo. Wo bist du denn? Ja, ihr hört's schon. Plattformsystem aktiviert. Kann man irgendwie auch nicht scannen. Ich dachte, man könnte die scannen, aber okay. Und hier gibt's wieder. An alle Stationen Sicherheitsalarm. Lebensform Samus Aran ist auf Talon 4 gelandet. Der Jäger ist unter uns. Alle Einheiten werden hiermit angewiesen, bei Sichtung von Aran unverzüglich anzugreifen. Erlaubnis zur Ausschaltung mit sofortiger Wirkung erteilt. Jegliche Sichtung von Aran ist umgehend den Sicherheitskanonen nur mitzuteilen. Ernsthaft? Und hier sind neue Piraten. Bisschen doof. Der Powerbeam-Pirat. Natürlich, wenn er da unten bleiben will, dann kann er halt da bleiben. So, bevor wir hier irgendwas machen, alles scannen. Struktur, bla bla bla. Hier auch. Struktur, bla bla bla. Da ist schon kaputt. Da müssen wir durch. Und da müssen wir auch durch. Da müssen wir nicht durch. So, haben wir alles gescannt? Ja. Warte. Das Ding scannt. Der Pulsbeam. Aber nicht für uns. Also ist keine neue Waffe für uns. Und jetzt aktivieren wir ihn.
ich erstmal alles offen hier. Ich glaube, wir brauchen sowieso nur... Obwohl, ich weiß nicht, ob das dazu zählt. Ich mach lieber mal alles kaputt.